Ja, der Fußball kann manchmal ganz schön wehtun. Besonders für diesen Kollegen. Nachträgliche Diagnose, keine weitreichenden Schäden. Turgay Kaba vom TSV Schwab München zielt hier genauso scharf. Trifft aber keinen Spieler, sondern knallhart und unhaltbar ins Tor. Was für ein schöner Sonntagsschuss. Mehr Arbeit an diesem Wochenende hatte allerdings Jeremy Fritz, der hier nicht einen, nicht zwei, sondern mal eben die komplette Hintermannschaft vom TSV Gellersen zurück auf die Schulbank schickt. Der Lehrer Fritz würde sagen, Note 6. Und schlechte Noten wurden hier gleich mehrfach verteilt. Erst der Keeper mit einem fatalen Bock und dann dieser Kurzschuss. Leider ins Wiedenbrücker Hinterland. Eigentlich dürfte der erste Ball in dieser Szene auch Richtung Hinterland gehen. Aber die Jungs vom TuS Haltern haben durchaus Talent beim Billard. Slapstick-Tor on point. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Ramba Zamba.